Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich melde mich mal wieder mit ein paar neuen Informationen zu Escape from Tarkov. Und zwar hat uns ja jetzt die Neuigkeit erreicht, dass ein Update kommt demnächst. Und was genau in diesem Update passiert, beziehungsweise was aktuell die Arbeiten sind, die in diesem Update abgeschlossen wurden, möchte ich einmal mit euch teilen und diskutieren natürlich, weil vieles davon wieder nur auf Englisch und Russisch war und ich denke, ey, im deutschen Raum sollte ich das auch mal mit euch kommunizieren und vor allen Dingen natürlich, weil ihr, also meine Community, sich das gewünscht hat, dass ich dazu einfach mal wieder etwas sage. Und wenn euch das interessiert, dann lasst uns einfach mal loslegen. Ja, in Escape from Tarkov passiert gefühlt nicht allzu viel. Ich hatte das ja auch schon mal angesprochen und gerade mit dem letzten Cast, den sie im Endeffekt gegeben haben, beziehungsweise den letzten Aussagen, wollen sie halt ein bisschen unser Verständnis appellieren und ein bisschen darauf aufmerksam machen, was derzeit die Arbeiten sind, beziehungsweise die Ziele, die sie derzeit verfolgen und woran sie arbeiten, dementsprechend so ein bisschen rüberkommt, wieso, weshalb, warum. Jetzt im Endeffekt irgendwie so wenig rüberkommt, beziehungsweise das aber eigentlich wirklich sehr viel im Hintergrund passiert. Die Entwickler sagen zum einen, dass natürlich das Projekt sich ständig weiterentwickelt in der ganzen Zeit jetzt und auch weiter wächst an Inhalten. Also wurde in Vorbereitung auf die Closed Beta jetzt entschieden, Projektoptimierungsproblemen höchste Aufmerksamkeit zu widmen. Die Schlüsselprobleme wurden von den Entwicklern erkannt und es werden jetzt Arbeiten zur Verbesserung und Optimierung von Animationssystemen, Geräten, internen Systemmodulen und so weiter durchgeführt. Mit anderen Worten, also die Entwickler optimieren die internen Teile des Spiels anstatt Grafiken, denn die Grafik ist laut den Entwicklern nicht der Hauptbeitrag zur Last. Ein weiterer wichtiger Schritt, der erwähnenswert ist, ist der Übergang zu einer neueren Version der Engine, die neben den neuen Ausgaben auch viele Möglichkeiten für eine weitere tiefere Optimierung eröffnet. Also sehen wir gerade hier, dass viel im systembasierten Optimierungsprozess passiert, was wir im Endeffekt jetzt natürlich nicht so durch Screenshots etc. pp. Mitbekommen, was meistens so interne Sachen sind, die natürlich sehr viel Arbeit und auch wahrscheinlich sehr viel Zeit fressen. Im Patch, also in dem neuen Update, werden dann endlich die Quests vorhanden sein, die lang erwarteten Aufgaben kommen. Das sind dann halt Aufgaben, die wir bewerkstelligen müssen, um halt auch möglichst bald aus Tarkov zu entkommen und mit anschließender Prüfung sowie Erweiterung und Entwicklung des kompletten Spiels. Also das ist beziehungsweise eine Mechanik, die mit eingebaut wird, um natürlich mehr Inhalt zu bringen ins Game und vor allen Dingen so auch wesentlich mehr Spielraum und wesentlich mehr Vielfalt ins Spiel einzubringen. Die Entwickler implementieren jetzt Trader-Aufgaben, also Quests für Geld, und man bekommt dadurch auch seltene Auszeichnungen und Ressourcen. Die Quests selbst variieren von der Zielneutralisierung, also Übergabe von Überfällen und Suchen und Abrufen von Gegenständen bis hin halt zur Installation von, was ich, Leuchtfeuern oder Zugang zu versiegelten Gebieten verschaffen und dort die Suche nach speziellen Objekten zu finden, halt, die mit der Escape from Tarkov Geschichte verbunden sind. Auch ein Teil der Quests widmet sich der Charakterebene, dem Handel und so weiter. Ja, meine Freunde, diese Info drehte sich jetzt hauptsächlich erstmal um die Quests, ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ist auf jeden Fall ein Inhalt, der definitiv wirklich ein bisschen noch was mit reinbringt, dass man in diese Raids und so weiter nicht einfach nur reingeht zum bloßen Equippen oder Leute töten, was auch immer da auch euer Ziel war, sondern auch nochmal ein bisschen was Tiefgründigeres reingeht, dass man auch mit einem Ziel in diese Raids reingeht, also mit einem höheren Ziel und nicht nur mit dem, was wir bereits kennen. Als nächstes im Update haben wir die Versicherung. Was genau wollen die Entwickler damit bewerkstelligen? Also diese Innovation dient vor allen Dingen denen, die halt in die Raids komplett ausgestattet gehen und Angst haben, halt die hart verdiente Beute zu verlieren. Für eine kleine Menge Geld ist es also dann möglich, Waffen und Ausrüstung zu versichern, wodurch die Chancen, es zu behalten, wesentlich gesteigert werden. Allerdings nur eine Chance, meine Freunde, denn Versicherung gibt nur Gegenstände zurück, die niemand aus dem Standort rausgenommen hat, beziehungsweise aus diesem Objekt, wo sie sich befunden haben. Das heißt also, dass man über die Versicherung rein theoretisch Sachen zurückkriegt, solange sie nicht entfernt wurden.
Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das so gemeint ist, dass, sagen wir mal, ihr wurdet erschossen. Eure Sachen liegen da. Der andere, der euch erschossen hat, rein theoretisch, und jetzt vielleicht mit der letzte Spieler war, kann aber gar nicht mehr so viel mitnehmen und lässt das meiste eures Stuffs liegen. Sodass ihr dann durch die Versicherung alles wieder bekommt, rein theoretisch, was er im Endeffekt euch nicht abgeknöpft hat. Kommen wir zur Beute und Wirtschaftlichkeit. Das nächste Update wird neue Tauschbeute, Medizin und eine Neugewichtung neuer nützlicher Gegenstände haben. Genauso wie, dass neue Standorte für auch die neue Beute und auch die alte Beute festgelegt wird. Das heißt, wir haben bisher ja immer, sagen wir mal so, Loot-Positionen gehabt, wo wir wussten, da und da gibt es dies und das. Das wird auch wieder neu verteilt, um dort auch wieder eine Neugewichtung stattfinden zu lassen. Dadurch wollen die Entwickler einmal natürlich die Questbeute auch mit einbringen und vor allen Dingen ein Rebalancing der Wirtschaft ermöglichen. Das Ökonomie-Rebalancing wirkt sich auf das aus, was auf den Standorten und den Inhalten der Händlerläden erscheint, meine Freunde. Es soll und wird halt hier die Tendenz für die Spieler erhöhen, Tauschgegenstände auch öfter im Handel zu verwenden. Und ja, das ist in letzter Zeit oder überhaupt auch bei mir so gewesen, dass ich das relativ wenig genutzt habe und wirklich mehr mit Geld, wenn überhaupt, Sachen gekauft habe, anstatt wirklich die Sachen zu looten oder mitzunehmen, mit denen ich mir dann Sachen bei den Händlern ertauschen kann. Unter den derzeit in der Entwicklung befindlichen Gegenständen lohnt es sich, den Waffen- und Rüstungsreparaturkits, Nahkampfwaffen, Schärfwerkzeugen, Brustpanzerungen sowie Kartenkoffer oder überhaupt 4x4 Zellen von Karten sowie Questgegenständen und Schlüsseln dort den Hauptaugenmerk zu legen. Das lohnt sich bei diesen Gegenständen dann wirklich enorm. Was die Waffen angeht, wird leider nicht wirklich viel kommen. Also es werden keine neuen Waffenanpassungen kommen und auch keine, was weiß ich, MP5 Maschinenpistole oder sowas. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein wenig gedulden. Der Hauptaugenmerk liegt hier zurzeit auf anderen Dingen. Eins davon ist dann zum Beispiel der General Chat. Die Entwickler implementieren auch die allgemeinen Chatkanäle, wo man jetzt mit jedem, der online im Spiel ist, kommunizieren kann. Die Spieler werden so also dann in der Lage sein, nützliche Informationen zu teilen, beziehungsweise sich dort auch abzusprechen, um gemeinsam in Raids als Gruppe reinzugehen. Was natürlich auch noch kommt, sind die Bugs. Da arbeiten die Entwickler auch wieder hart dran. Die meisten von ihnen sind schon festgestellt und werden auch bis zum Update möglichst gefixt, sodass wir dann wirklich weniger Bugs in-game haben und gerade auch hoffentlich mit dem neuen Update nicht noch wirklich viel mehr Bugs dazu bekommen. Denn das Ziel der Entwickler ist es, das Spiel jetzt auch schon möglichst bugfrei zu bekommen, sodass wir auch viel Spielspaß haben, ohne lästige, nervige Bugs, die uns rein theoretisch in andere Räume reinsehen lassen oder in durch Räume glitschen etc. pp., was ihr halt alles oder wir alles ja schon erlebt haben. All das, meine Freunde, und noch vieles mehr hat für die Entwickler jetzt oberste Priorität, um die Closed Beta zu starten. Die Closed Beta rückt ja eigentlich immer näher. Ich bin gespannt, ob sie wirklich den Termin mit diesem Sommer wirklich halten können. Ich hoffe es natürlich. Und mit diesem Update ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Weg in die Richtung getan. Natürlich hoffen wir, dass möglichst bald auch noch viel mehr kommt. Aber meine Freunde, ich sage euch, wie es ist. Wir werden uns auch noch ein wenig in Geduld üben müssen, weil vielen, denen es so geht wie mir, wird natürlich der Free-Roam-Modus zurzeit fehlen. Der Free-Roam-Modus stellt für mich selbst natürlich auch ein ganz, ganz großes Spektrum am Spiel dar, was wichtig ist, damit ich das Spiel im Endeffekt auch wirklich lange suchten kann. Denn nur die Raids, wisst ihr selber, werden nach einiger Zeit eintönig. Die Quests und so weiter, das hilft natürlich, um alles wieder etwas interessanter zu machen. Allerdings, ja, ist das noch nicht all das. Es ist, wie gesagt, noch die Alpha-Phase und wir können froh sein über das, was wir jetzt im Endeffekt bekommen. Aber ich denke, es geht einigen hier so, dass wir auf den Free-Roam-Modus ganz gespannt warten. Natürlich auf die neuen Raids, neue Locations zu erkunden, um einfach das Spiel und die gesamten Inhalte endlich erleben zu können, die dann noch auf uns zukommen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, meine Freunde. Ja, an dieser Stelle wäre ich erstmal durch. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare und ich halte euch auf dem Laufenden, sobald wieder was Neues kommt von Escape from Tarkov. Ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche. Schaut doch auch mal bei den anderen Videos rein von meinem Kanal, vielleicht ist da auch noch was für euch dabei.
So, mit diesen Worten verabschiede ich mich dann jetzt aber erstmal. Haut da rein, meine Freunde. Bis dann. Ciao.